das ist die Cafeteria, das ist die Cafeteria-Frau. Hi. Das ist unsere amerikanische Flagge. Tina, ich meine das nicht böse, aber von der Natur kriege ich einen Schnarchinfarkt. Zeig mir was Cooles. Hier ist ein Schreibfehler auf der Speisekarte. Da steht Browie. Echt, ey? Gibt's hier irgendwas, das Spaß macht? Ich glaube, auf der Tina-Tour gibt's mehr, als du mir zeigen willst. Okay, ich zeig dir, wo ich gern hingehe. Was ist das? Die Jungsumkleide, man sieht nur bis zu ihren Knöcheln. Du gehst rum und guckst durch irgendwelche Löcher? Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gucke ich nur noch durch dieses. Das sind Jimmy Juniors Füße. Ich erkenne ihn an seiner Gangart. Selbstbewusst, aber irgendwie noch auf der Suche. Mach das, Sie! Bremsspuren! Das ist nicht witzig! Das sind Streifen! Miefstreifen! Du stinkst! Okay, und wer ist das? Sieg. Der steht ja krass unter Strom. Mal sehen, wie er überm Schienbein aussieht. Tammy, nichts, sonst entdeckt uns jemand. Hey, was ist da unten los? Hi, Coach Blevins. Ich fasse es nicht, ich muss nachsitzen. Das ist kein großes Ding, Tina. Jetzt krieg keine Kacke-Attacke. Wieso muss ich nachsitzen für einen Ringkampf in der Bibliothek? Wo sind wir? Nicaragua? Ja, diese Schule ist echt scheiße, Sieg. Das sind Jimmy Junior und Sieg, die Füße aus der Jungsumkleide. Was für ein Primat. Stell mich vor, okay? Hier. Oh. Hey, Jimmy Junior, Sieg. Das ist Tammy, sie ist neu an der Schule. Hey, hi, was geht? Guck mal her! Na, gefällt dir das, Baby? Nein. Coole Spucknummer. Hey, Jimmy Junior, guck mal hier. Geht mir gut. Tina, wo zum Teufel hast du gesteckt? Bist du mit deinen Lippen auf was Leuchtendes gefallen? Erdbeer. Ich musste nachsitzen. Nachsitzen? Nachsitzen? Im Ernst? Ich kann das nicht glauben. Nachsitzen ist kein großes Ding, jetzt krieg keine Kacke-Attacke. Was hast du gerade gesagt? Kacke-Attacke, du sollst keine kriegen. Sag mir nicht, ich soll keine Kacke-Attacke kriegen. Ich krieg meine Kacke-Attacken, wann ich will. Jetzt rauf auf dein Zimmer. Ich krieg echt einen Schnarchinfarkt. Ha! Was war denn das, bitteschön? Was ist das? Eine Kacke-Attacke? Ja. Ich weiß es nicht, weißt du's? Guck mich nicht so an. Du bist doch die, die eine haben wollte. Geschickt, was ich weiß doch nicht, hat. Was diese Kinder reden. Krieg keine Kacke-Attacke. Toll, Bob. Ganz toll. Ich kann nicht fassen, dass Tina nachsitzen musste. Sie verändert sich, Barbie. Tina wird jetzt zu einem Teenie. Du hast sie verloren, Mom. Konzentrier dich jetzt auf deine gute Tochter, Jean. Ich bin sehr hübsch. Vielleicht reagierst du zu stark, Lynn. Ich meine, du hattest echt eine Kacke-Attacke. Sie soll heute babysitten, wenn wir bei Cake sind. Können wir ihr noch vertrauen? Das ist ein guter Einwand. Vielleicht bleiben wir lieber zu Hause. Was? Bitte. Wir lassen Cake nicht ausfallen. Okay, schön. Aber ich werde die ganze Zeit rummeckern. Ja! Du bist echt ein super böses Mädchen, Tina. Weiß ich selbst. Hengst. Ich bin ein Hengst. Ich bin ein Idiot. Wissen wir, Sieg, jetzt halt die Klappe. Tammy, auskippen. Jimmy Junior, wisch das mit deiner Hose auf. Okay. Tina, wir warten hier auf dich. Hier kommen deine Grundregeln für heute Abend, Fräulein Frech. Keine Jungs, keine Party, keine Geisterbeschwörung oder Seelenwanderung. Und ich will kein Haus voller Seifenblasen. Hast du das verstanden, Tina? Ja, ich trage eine Brille und kein Hörgerät, Mom. Ich trage auch kein Hörgerät, also habe ich das nicht gehört. Also, gute Nacht. Was machst du da mit dem Notfallhandy? Ich texte meiner Freundin Tammy. Das kostet ein Vermögen. Wir haben einen bescheuerten Tarif. Tammy will zu uns kommen. Ich habe ihr ein Smiley geschickt. Sie textet Abkürzungen, die ich nicht verstehe. Ich glaube, sie kommt gleich zu uns. Oh mein Gott, kommt sie oder kommt sie nicht? Ich kann es kaum ab. Luis, wach auf! Luis, da! Da! Süßes Zimmer. So eins hatte ich auch mal. Hab die Mähne abgeschnitten. Sieht bestimmt cool aus. Das mache ich dann auch bald mal. Nein, mache ich nicht. Wir beobachten zwei Affen im Zirkus der Pubertät. Was ist denn mit ihrem Gesicht? Ich glaube, die braucht eine Grippeimpfung ins Auge. Was ist das? Meine erotischen Freunde-Geschichten. Tina griff nach Jimmy Juniors Hintern. Deine Lippen sagen nein, aber dein Arsch sagt ja? Das ist ja zum Totlachen. Das soll aber nicht zum Totlachen sein, das soll erotisch sein. Vielleicht verstehst du es ja nicht. Oh, ich verstehe das. Und ich stehe drauf. Aber Jimmy Junior darf das niemals sehen. Er fände das sicher ganz schräg und würde nie wieder mit dir reden. Wirklich? Oh mein Gott, du hast eine Zeichnung von Jimmy Juniors Arsch gemacht. Oh, was war denn das gerade? Ich glaube, Tammy hat gelachfurzt. Das stinkt echt krass, Tammy. Was? Das war ich nicht, das warst du. Oh, okay.